Hallöchen, da sind wir auch schon wieder. Und hoffentlich kann man jetzt Julia und Inga wieder hören. Sagt mal was. Törö! Törö, genau. Wie sieht's aus, Pingu und die anderen? Seid ihr noch da? Und Olaf. Oder seid ihr abgetaucht? Kann man Inga und Julia wieder hören? Wir hoffen es. Ja, wir hoffen ganz dolle. Ja, yeah, ich glaube, ich bin jetzt... Ich Hex, bin auch nicht so verpixelt, oder? Nee. Ja, du siehst richtig gut aus. Ja. Immer. Die Reihenfolge der Kameras ist jetzt leider anders. Ach, egal. Ein bisschen flexibel muss man sein. Ja. Solange da noch ein Orca schwimmt. Der ist da. Genau, ich habe das Problem lokalisiert und wir sollten jetzt auch, es sollte alles besser aussehen. Hoffe ich. Ja, vielleicht haben wir noch ein Sound-Delay, aber sobald du einen neuen Computer hast, wird alles richtig krass. Ja, ich bin so ein bisschen, mich macht das so ein bisschen fertig, dass der... Ja. Ich glaube, wir haben jetzt echt genug über Orcas geredet, oder? Ich glaube, ja. Stunde lang. Ja. 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 So, wollen wir jetzt noch mal eine Runde schwimmen oder wollen wir einen Film gucken? Die sind ja auch echt immer kurz. Ja, lass mal kurz einen Film gucken, ja? Die Maussteuerung ist sehr sensitiv. So, ja, wir können mal kurz einen Film gucken. Diesmal gibt es ja auch keine Kinder, die ein Supervotum kriegen. Genau. Wer weiß, vielleicht sind ja doch Kinder da. Und gerne fürs Thema Orca. Es ist sehr bombensicher vorbereitet worden. Dafür gibt es nichts zu Meeresschildkröten. Boah, in die Sohlebecken zu den Schleimaalen? Ja, Schleimaale. Hatten wir das noch nicht? Das Video haben wir uns nicht angeguckt, glaube ich. Nee, das Video haben wir nicht angeguckt. Da möchte ich bitte die Schleimaale sehen. Ja, wie, jetzt sag aber nicht, dass du die Sprache doppelt hörst. Dann werde ich langsam wahnsinnig. Ich glaube, er meint, dass wir das Thema doppelt vorbereitet haben. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir haben uns eigentlich sehr gut ergänzt, Inga, oder? Also, Ja, unabgesprochen das gleiche Tier vorbereiten, da kann man echt was rausholen. Und ich sag nur, Streber, Pilotwahl und abgehauener Orca zum Thema Tauchen, Tiere und Tauchen, Tauchtraining. Ja, okay. Ich kann auf jeden Fall auch die Dokumentation Blackfish empfehlen, wo es um Orcas in Gefangenschaft geht. Und der ist sehr interessant, sehr krass. Ich weiß nicht, wo man sich den angucken kann, aber kann man sicher einfach dann Google rausfinden oder DuckDuckGo oder was auch immer ihr nutzt. Achso, eine Sache. Ich wollte jetzt, bevor wir uns noch ein Video angucken, fragen, das letzte Mal, wir sind irgendwie, das gehört irgendwie zu unserer Art und Weise der Vorbereitung. Wir sind irgendwie letztes Mal bei dem Experiment auch gar nicht darauf eingegangen, was das mit Meeresthemen zu tun hat. Weiß ich, wer von euch hat denn das... Hörexperiment. Ja. Ja, genau. Wer hat denn das Hörexperiment alles mitgemacht? Haben sich schon ein paar hier einen Slinky besorgt für... das wundervolle Hörerlebnis, das man damit haben kann. Ich habe mir den Stream nochmal bei YouTube kurz reingeguckt und habe mir das, weil wir konnten das ja nicht hören, was du mit der Röhre gemacht hast, und habe es mir da angehört und tatsächlich konnte man das nicht hören. Also vielleicht so ganz bisschen erahnen, aber der Effekt, den man hat, wenn man das wirklich macht mit den Ohren, der war eigentlich nicht da. Nee. Das heißt, Leute, selber noch mal ausprobieren. Das ist wirklich cool. Genau, weil es... Oder ihr müsst bei uns vorbeikommen, wenn wir wieder auf die Straße dürfen, mit plötzlich wissen, wenn alle geimpft sind. Ja. Ja, wenn der Dugong auch aus der Winterpause raus ist. Der ist nämlich in der Dauernutzung meiner Badewanne zu Hause, glaube ich. Ne, du bist ja nicht zu Hause. Da kann er ja machen, der kann das Arbeitstier ja tun, was er will, ne? Ja, ich denke, ich werde eine ganz hohe Warmwasserrechnung kriegen. Ja, ich warte drauf, vielleicht sagt noch jemand was zum Hörexperiment, was wir letztes Mal gemacht haben, aber wir gucken uns jetzt mal die ungewöhnliche Welt der Sohlebecken an. Ja, ich erzähle da gerne Moment, noch was wollten zu. Wir nicht... Was denn? Achso, ja, okay, wir gucken erst das Ding und dann erklären wir, was man beim Experiment hören sollte. Nee,
Ich erkläre gerne auch so, wenn einer nochmal was im Chat sagt, dass er es auch nachgemacht hat. Das ist ja. Ja, das wäre ja. Das hat wohl niemand. Deswegen. Nur der, ich glaube, Science Kai oder so hieß er, der hat mitgemacht, aber der ist nicht da. Ja, nee. Pingu hat es nicht nachgemacht. Dann wird es Zeit, es lohnt sich. Genau. Okay. Ungewöhnliche Welt der Sohlebecken. Ich hoffe, ihr hört jetzt was. Ja. Hört ihr was? Schleimaal, ja. Brine pools, ich freue mich auf den Schleimaal. Amazing habitat. It's a lake on the bottom of the ocean. And it's this surreal seascape. Chemically, each one of them is unique. These brines undoubtedly contain bacteria, archaea, and viruses that are unknown to science. We know that they're incredibly rich in undescribed life forms. They have the perfect cocktail, the perfect recipe for life. These sites aren't just salty, they can be violent, characterized by eruptions and incredibly unstable conditions. So to live in them, you have to not only be hardy, but you have to be able to endure constantly changing conditions because not one day is the same. The organisms that live there, they undergo a constant biological warfare with each other to dominate the environment, to survive in the system. The biochemicals that they produce to do that biological warfare are applicable to curing diseases like cancer, Alzheimer's. They produce antibiotics and antivirals that can also be used to improve human health. And we drop targets as we go, so we know exactly where we sample. Exploring these habitats is absolutely necessary because the metabolic potential there has the capacity to change the way we think about medicine, to change the way we think about antibiotics, based on our knowledge that we gain from studying these incredible environments in the deep sea. Ja, die Schleimaale hatten jetzt nicht so eine wichtige Rolle da. Nee. Die hingen nur rum. Ja, aber Sohlebecken, Julia, kannst du nochmal, also das sind halt irgendwo Bereiche, wo die Salzkonzentration besonders hoch ist, oder ist das da, wo auch mal, oder hat das was damit zu tun, wo die Wale runterfallen, oder ist das mit Verwesung, hat das nichts zu tun? Nee, ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, müsste ich mich auch mal einlesen, woher das kommt, dass da so eine hohe Salzkonzentration ist. Also ich glaube, vielleicht hat das auch irgendwie zu tun mit dem Boden, dass da aus dem Erdinneren irgendwas rauskommt. Weil vorhin hat man ja auch diese Gasblasen gerade gesehen, die so hoch gestiegen sind. Also es könnte Methan sein oder so, was man da gesehen hat. Das wäre jetzt so meine spontane Vermutung. Aber ehrlich gesagt habe ich mich damit auch noch nicht so beschäftigt. Also müsste ich auch mir mal angucken. Schreib ich mal auf. Ja. Ich habe es schon aufgeschrieben. Du hast schon aufgeschrieben. Ein Runde Damm. Ja, ja, ich habe auch unsere Tüten. Ja, aber das, was sie in dem kurzen Beitrag sagt, ist halt auch tatsächlich so unglaublich faszinierend mit dem, dass man da, dass das vermutet wird, dass das eine Quelle für Medikamente ist. Weil. Ja, medizinische Relevanz, ja. Ja, genau. Also, ja, aber das ist eigentlich so ein Standardding, was man immer sagt als Wissenschaftler, also oder als Biologe. Wenn du, also ohne Scheiß, wenn du dir irgendwelche Areas, wenn du Forschungsgelder haben willst. Ja, wenn du dir Bereiche anguckst, wo einfach noch nicht viel geforscht wurde, kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie neue Bakterienarten findest, also ziemlich sicher. Und da ist quasi immer das Standardargument, ist immer, ja, da könnte man ja irgendwas für neue Medikamente finden. Ja, und der Punkt ist, ja, könnte sein. Ja, könnte auch nicht, also wahrscheinlich vielleicht auch nicht, aber ja, könnte immer sein. Deswegen ist es so ein bisschen so ein Standardding, was. Ja, aber es ist ein Standardding, was tatsächlich Hintergrund hat und das, womit man eigentlich immer recht hat. Weil nur mal von der pharmazeutischen Seite her, es gab mal so einen Ansatz, wo Leute versucht haben, darüber Beweise zu bekommen, wie das aussieht, wirkungsweise von irgendwelche seltenen Pflanzen oder Muscheln oder irgendwelche Lebewesen, weil da drin sind ja diverseste Verbindungen, die man so noch nicht gesehen hat. Und dann haben sich mal Menschen hingesetzt und haben gesagt, okay, vielleicht können wir auch einfach den Zufall benutzen und müssen nicht zwangsläufig auf seltene Pflanzen, die irgendwo entdeckt werden müssen. Und haben halt über
schon intelligente Systeme, also nicht einfach wahllos Molekülkombinationen gemacht, sondern halt so wie Naturstoffe normalerweise aufgebaut sind, da halt irgendwie Millionen und von Millionen und Millionen also quasi Strukturen erzeugt und die chemisch auch umgesetzt, also hergestellt und dann da drin geguckt, wie viel potenzielle Wirkstoffe, die in irgendeiner Form ein klein bisschen bioaktiv sind, weil das ist im Prinzip das, was du suchst, irgendetwas, was eine Wirkung auf den im besten Fall menschlichen Organismus hat. Also vielleicht ist es ein Gift, die Wirkungsweise kann dann eventuell später therapeutisch benutzt werden oder es muss noch niemals zwangsläufig ein Gift sein, es muss irgendeinen Rezeptor koppeln oder in irgendeiner Stelle mit dem menschlichen Körper interagieren. Das hat man durch diese zufällige Datenbank mal laufen lassen. Und das Ergebnis war niederschmetternd, weil tatsächlich ist Zufälligkeit, also es ist nicht so, dass man über Zufälligkeit wirklich gut funktionierende bioaktive Substanzen hat. Wenn man zufällig irgendwo in ein Stück unerforschten Regenwald reingeht, eine Handvoll Blätter mit rausnimmt und die und alle Pflanzensekundärstoffe darin untersucht, hat man eine hundertfach höhere Chance, ein bioaktives Molekül zu finden, als bei zufällig assemblierten Substanzen. Proteine? Ja, also bei irgendwelchen, ja, Proteine müssen es ja noch nicht mal sein. Es muss ja nicht zwangsläufig, kann ja auch irgendein Stoffwechselprodukt sein. Es ist halt die Natur, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann, aber tatsächlich ist es so, man hat die Erfahrung gemacht, bei der Suche nach neuen Arzneimittelstoffen, dass man immer am besten in Lebensformen guckt und deren Stoffwechselprodukte oder Proteine, die sie herstellen, in irgendeiner Form untersucht, weil einfach sich am Schreibtisch hinzusetzen, was könnte denn jetzt gut funktionieren, in ganz bestimmten Bereichen, wo man weiß, was die Krankheit genau macht, dass man da versucht, den chemischen Antagonisten zu finden, kann das funktionieren. Aber wenn man auf der Suche ist nach neuen Wirkstoffen oder neuen Antibiosen oder sowas, ist es besser, in andere Organismen reinzugucken, als, also so gut haben wir halt die Biochemie, was das angeht, oder die pharmazeutische Wirkungsweise noch nicht verstanden. Das heißt, da ist jede Menge dran. Nee, gebe ich dir auch voll recht. Was ich quasi kritisiere an dieser Aussage, ein bisschen, ist, glaube ich, dass sie ein bisschen eine falsche Vorstellung macht. Also in der Hinsicht, dass ich finde, als Laie, also ich meine, keine Ahnung, könnt ihr mir auch mal sagen, was ihr da für einen Eindruck habt. Aber wenn ich jetzt so diesen Film sehe, dann habe ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass die nehmen jetzt diese Proben und gucken dann da rein, ob sie da irgendwie Medikamente draus machen können. Und so ist das halt nicht. Ja. Sondern die nehmen die Proben und die gucken sich dann da irgendwie die Bakterienzusammensetzung an oder gucken sich bestimmte oder bla bla bla. Und die suchen nicht nach Medikamenten, sondern was die Leute dann machen ist, die packen das dann in Datenbanken, diese Sachen. Und dann hast du eben irgendwie pharmazeutische Unternehmen oder Biotechnologen, die dann diese Datenbanken nutzen und dann eventuell darin was finden und dann eventuell von diesen Bakterien, die bei dieser Expedition rausgenommen wurden, keine Ahnung, 10 Jahre später, 20 Jahre später, da was finden. Und ich finde, ich finde immer, dass da irgendwie so ein bisschen falscher Eindruck vermittelt wird und dass eben dann auch eben teilweise, genau, wir schreiben das halt eben auch dann irgendwie in unsere Anträge, ja, kann man medizinisch nutzen, so. Und ja, ist ja auf jeden Fall theoretisch und deswegen ist es ja auch wichtig. Aber ich finde, dass das eben manchmal einfach so ein bisschen misleading ist, also für den Laien eventuell. Das ist so immer so ein bisschen mein Eindruck. Ich weiß ja nicht. Ja, wenn du so ausdrückst, stimmt. So, ja. Und ja, dann das. Ja. Es kann also dafür ja auch benutzt werden und wird es dann hoffentlich irgendwann mal. Ja, also wird es auch viel. Also das Ding ist halt, dass gerade das Meer ist in der Richtung auf jeden Fall unterforscht. Also was auch einfach daran liegt, dass es halt eben nicht vor unserer Haustür ist, sage ich mal. Ne? Also ich meine, du hast natürlich diese Medikament-Arzneimittelforschung ist ja Jahrhunderte alt und dann schaut man sich natürlich irgendwie Pflanzen an, die man schon irgendwie seit, was weiß ich was, Jahren benutzt hat, wo man schon festgestellt hat, irgendwie, wo die Leute schon vor hunderten Jahren festgestellt haben, keine Ahnung, das hilft bei Halsschmerzen oder sowas. Ja. Aber dass man wirklich im Meer guckt, was da für Stoffe sind, das ist noch relativ neu, diese blaue Medizin, sag ich mal. Und es gibt auch
jetzt schon einige Stoffe aus dem Meer, die für Medikamente benutzt werden, aber noch relativ wenige im Vergleich zu pflanzlichen Stoffen oder sowas. Und deswegen ist es auf jeden Fall momentan auch wirklich ein großes Feld und ein großes Topic, nach Arzneimitteln und sowas im Meer zu gucken. Aber genau, aber meistens sind das eben nicht die Leute auf dem Boot, die das machen, sondern es sind hier Computer, die sich durch Datenbanken hacken. Ja, und ich habe noch... Entschuldigung. Ich wollte nur auf den Chat eingehen. Das hat nichts, wovon wir sprechen, nichts mit Homöopathie zu tun, was ihr gerade im Chat andeutet. Da möchte ich mich ganz eindeutig von distanzieren. Aber ja, es gibt auch Leute, die verdünnen Zeug und schütteln dann das wie blöde. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Inga, Entschuldigung. Gut, genau. Und apropos Chat, da war vorhin noch eine Frage, nämlich ob Haie Geräusche machen. Die haben wir komplett übergangen. Die möchte ich noch kurz beantworten. Bei was? Bei Tomb Raider, beim Film, da fängt sie sich irgendwie ein Hai und der Hai knurrt wie so eine Katze. Ah, okay. Ja, also grundsätzlich habe ich mal eine kurze Recherche gemacht. Also ich habe, als ich mit diesem Fischforscher da gesprochen habe zum Thema Fischgeräusche und zum Thema Haie, also Haie grundsätzlich machen tendenziell keine Geräusche, die haben auch keine Schwimmblase, um jetzt noch irgendwie Luft oder so groß akustisch zu verwenden und sind sehr lautlos. Aber es gibt einen Hai, der in Neuseeland ansässig ist, der durch Zunahme von Wasser in seinem Magen und der hat einen Schließmuskel am Magen, den er dann zumacht, dann der saugt Wasser ein, wenn er sich bedroht fühlt, um sich größer zu machen. Im Prinzip wie ein kleiner Pufferfisch hier, Kugelfisch, so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, Kugelfische haben vielleicht ein anderes System. Also dieser Hai, der macht sich dann dicker und hofft dadurch der Gefahr zu entgehen. Wenn er gefangen wird, dann kann er leider nicht Wasser einsaugen, sondern Luft. Und wenn er dann irgendwann die Luft wieder loslässt, dann sagen die Fischer, dass dieser Hai bellt. Eigentlich wäre es vielleicht ein Pupsen. Ja, ganz so. Kurz, ich dachte, Hundshaie würden das auch machen und deswegen heißen sie Hundshaie. Dass die irgendwie so nach Luft schnappen und sich das wie Bellen anhört. Von den Hundshaien habe ich das noch gar nicht gehört, aber das kann sein, ja. Also ich habe hier bei so einer Elasmo Research Gruppe das gerade gefunden und durchgelesen. Wie heißen denn Hundshaie auf, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie das hier... Englisch? Ja. Dog Shark? Nee, ach, okay. Vielleicht ist ja auch der gemeint. Das ist nämlich der neuseeländische ist eine Katzenhai-Art. Der heißt Drawsport-Hai. Gehört zu den Katzenhaien, also ein Hundshai ist das nicht. Ich pack mal kurz das, was ich gefunden habe, in den Chat, damit ihr das. Hundshai ist School Shark auf Englisch. Danke. Oder Hound Shark, aber besser bekannt als School Shark. Also ich habe hier als Dogfish. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Dogfish und Catfish und Fischfisch und Goldfish. Fischfisch. Ja, keine Ahnung. Hier ist es School Shark. Huns, Hai, Bären. Ah ja, genau. Ich kenne ihn als Sufin Shark, genau. Das war... Ein Name, den ich kenne auf Englisch. Super. Okay. Ja. Also, na, wie die Flossen für die Suppe. Okay, ja. Ah, ich habe, also auf Deutsch findet man zum Thema Hundshai und Bellen nichts, aber man findet eine aktuelle seltene Haiattacke in Neuseeland am ORF. Ja, okay, ich dachte irgendwie, ich habe das mal gelesen, aber dann war es vielleicht auch falsch oder vielleicht gibt es einen Dogfish, der ist. Naja, aber auf jeden Fall, Inga, habe ich noch eine Geschichte mit zu Haie, die Geräusche machen. Ah, cool. Und zwar, ich war ja letztes Jahr in Südafrika bei dieser Haistation und da hatte ich auch einen Leoparden-Katzenhai gefangen. Haben wir unten bei uns direkt am Wasser gefangen und dann habe ich den hoch zu uns ins Labor, ins Aquarium gebracht. Und in so einer Box. Den da schnell reingetan, bin da so hochgelaufen, musste so ein bisschen über die Steine klettern. Das heißt, es wackelte auch ein bisschen in diesem Gefäß. Und dann hörte ich plötzlich ein komisches Geräusch, so. Und ich war so,
was ist das? Und dann habe ich in die Tonne geguckt und anscheinend wurde der Hai von dem ganzen Geschüttel seekrank und hat richtig schön da reingekotzt. Und der Hai hat ein Geräusch beim Kotzen gemacht. Ja. Nein. Ja. Das ist nicht so schlimm, Alter. Ich hab ihn danach gefüttert, also. Er hatte okay. Dann wieder was im Magen. Ist okay. Beruhig mich. Ich kann auf deine emotionale, auf deine empathische Seite immer zählen. Meistens. Es sei denn, es geht um Mondfische. Nein, nein. Es ging ihm gut. Ich glaube, wir hatten ihn eine Woche im Aquarium, bis wir ihn wieder rausgelassen haben. Also, der war. Okay. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Er war auch sehr. War ein sehr wilder. Der hatte Power, der hatte Feuer unterm Arsch. Also mach dir keine Sorgen, ich glaube. Das der kommt gut durchs Leben. Aber das führt mich zu der. Also, Fische können auch seekrank werden, wenn sie zu doll hin und her geschnubbelt werden. Offensichtlich. Ja, ich. Also ich meine, das ist jetzt meine Interpretation der Situation. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch irgendein Schutzreflex, das Haie kotzen. Das, also ich meine, keine Ahnung, Mann. Ich war auch... schon auf einmal gesehen und war schockiert. Man kann einem auch schlecht werden, wenn man nicht weiß, was passiert und man aus dem Ozean gefischt wird. Der Stress, so die Angst, ich keine Ahnung, ich habe das interpretiert als Seekrankheit, aber es kann auch kompletter Quatsch sein. So, wollen wir noch mal ein bisschen hier durch die Gegend tauchen eigentlich? Ja, ich würde ja gerne mal so eine Schildkröte irgendwo finden, vielleicht. Wir haben doch die Babys. Gibt es eine Umgebung? Hatte ich doch eben. Ja, die Wollen wir, ich würde gerne noch mal ins Sohlebecken. Ich kann mich da nämlich gar nicht so richtig dran erinnern. Das war auch irgendwie nur auch eine kurze Sache. Machen wir mal. Ist auch wieder so ein dunkles Dingen. Aber, ich glaube, das war bei dem Stream, als du nicht dabei warst. Okay. Ja, ich kenne auch nur in Lüneburg die Sohletherme, also. Haha. Schlechter Witz. Wo ist Abi? Genau, das ist irgendwie da, wo wir auch schon wahnsinnig tief sind. Also das ist, ihr könnt das jetzt leider im Stream nicht sehen, aber der Tiefenmesser, der oben hinter unseren Bildern steckt, zeigt irgendwie 3700 Meter. Kein Problem für einen Forscher mit Sonderanzug. Mhm. Genau. Das war aber halt hier irgendwie so bei diesem Abstieg und da haben wir dann ein Sohlebecken oder ein Sohle-Dingens gefunden. Kannst du jetzt eigentlich auch das UV-Licht anmachen und so? Wie ging das denn nochmal? Ich gehe mal gerade Einstellungen und Steuerung. Lichtfarbe wechseln, V, alles klar. Wow. Das ist Licht. Ich hab's auch im Dunkeln schon. Lass mal UV an, oder? Schauen wir mal, ob die da ein was Fußballfisch haben. Ja, das Tiefseeangler. Und wir können dieses Rot machen. Oder mach mal ganz aus, ob du dann Biolumineszenz siehst, weil Tiefsee und so. Ja. Ob sie an sowas gedacht haben. Die Fußballfische sehe ich. Ja, man sieht ganz leicht die Felsen, weil man ansonsten wahrscheinlich komplett Orientierung verlieren würde. So, wo ist denn jetzt dieses... Ein Gespensterfisch. Bei mir ist ein Esel im Hintergrund. So... Da ist wieder eine Rippenqualle und hier irgendwo war dieser Sohlebereich. Das weiß ich auch noch. Genau, wir sind jetzt... Oh, da war ein Kalmar. Ui, war das ein siebenarmiger? Dazu hat doch Jules auch noch was, oder? Der siebenarmige Oktopus? Nee, das war kein siebenarmiger. Was ist das? Oh, das ist so ein...
Eine Rippenqualle war das wieder, oder? Ja, ja. So kommt Jelly, ja. Rippenqualle, genau. Und da war gerade dieser Kalamar. So, die habe ich schon gescannt. Da ist wieder ein Fußballfisch. Und hier war irgendwo das Sohlebecken, wo wir auch Schleimaale gesehen haben. Oh. Ja, aber ich auch bin echt nur und kurz. Schleimaal. So, genau, hier. Da ist ein Schleimaal. Ja, genau, oh, da war so ein Rand und dann war hier dieses, wo die auf- und absteigen. Und du kannst nicht reintauchen, ne? Nee. Sieht man da auch einfach nichts. Genau, und da also sind dann irgendwie, dann waren da irgendwie Drohnen von uns, die das beleuchtet haben und wir sollten was suchen. Genau. Ich hab mir, dann von diesem Artikel mit diesem Unfall mit den Schleimaalen auf der Autobahn in Oregon oder wo das war, boah, diese Fotos mit diesem Schleim auf, das ist wirklich unglaublich. Das ist so eine geile Geschichte, ey. Ja, ich habe das mal bei einer Kinderuni gezeigt. Die waren alle sehr begeistert. Ja, oh Gott, das ist richtig witzig. Große Schleimaal-Fans. Ja, und das ist irgendwie so, ne? Also es sieht ja aus, wie dass ja irgendwie Sulfide sind oder sowas. Also das scheint schon etwas sein, dass diese Sohlebecken halt tatsächlich sich vulkanisch oder von unterirdisch speisen. Also... Ich hab's auf der To-Do. Alles klar. Ja, du hast es auf der To-Do-Liste. Alles klar. Ja, ja. Mit diesem quasi Rauchding. Ich würde auch denken, dass das wahrscheinlich Schwefelwasserstoff ist oder sowas, der hängt. Ja, es kann auch sein, dass es irgendwie mit schwarzen Rauchern... zu tun hat. Also, dass es in der Nähe von schwarzen Rauchern vornehmlich auftritt oder ja, so. Ja, da hatten wir auch hier irgendwie was. Wir sollten Schlote scannen und dann auch irgendwie eine bestimmte Anzahl an Schleimaalen in diesem Sohle-Bereich. Das war so die Aufgabe. Aber das ist halt immer in der Tiefsee, ne? Also, es ist halt jetzt schon... Ja. Also, auch anscheinend immer tiefer sind solche Bereiche. Aber das macht ja auch Sinn. Ja, per Definition. Genau, also jetzt haben wir schon wieder in so einem dunklen Bereich getaucht, wie in dem ersten Gebiet. Ja, lass uns doch mal in die helleren Bereiche wieder gehen dann. Weil wenn man da jetzt eh nicht irgendwo reintauchen kann und es einfach dunkel ist und wir wissen, dass es dort Fußballfische gibt und Schleimaale und Rippenquallen. Dann sagst du, können wir woanders hin. Anderes. Ich finde schon. Okay, dann find die Menge ich mal, an die Variantenreichtum ist nicht so hoch. Ja, dann kehre ich mal zum U-Boot zurück. Danke. Bitte. Was ganz geil ist, hier kommt die Sonne gerade rum und mir wird langsam wieder wärmer, weil sie mir so auf dem Pelz scheint. Das ist gut. Ja, das ist richtig gut. Apropos, sind eigentlich genug Leute da, auch mal zu fragen, wie es aussieht, wenn man, was so die Lieblingsstreamzeiten sind. Wir überlegen ja immer mal wieder, was die Uhrzeiten sind, zu denen Leute anwesend sind. Was ist denn bei euch so eine gute Uhrzeit, um in einen Stream zu kommen? Falls jemand da sich mitteilen möchte. Das ist eine gute Frage. Wir haben Chat. Mhm. Ja. Ja. Wir haben ja auch überlegt, ob man das mal tagsüber macht oder unter der Woche oder so. Also. Ja, tagsüber unterer Woche oder morgens oder sowas oder um die Mittagszeit, keine Ahnung. Nee, morgens, also morgens nicht. Morgens ist... Da bin ich und raus. Solange ich eine Stunde davor bin, bin ich auch, also morgens ist eine Definition. Ich bin nämlich gerade in einer anderen Zeitzone. Ja, also ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen recherchiert und also das mit den Wellen in Wolfheim ist definitiv nicht richtig. Also ich habe auch nur das gefunden mit dem Hai aus Neuseeland. Also das habe ich irgendwie da mal falsch aufgeschnappt. Pingu findet die Zeiten gut, so wie sie sind. Ja, das ist immer entweder nachmittags am Wochenende oder abends unter der Woche bisher gewesen. Ja, Pingu ist ja auch immer dabei. Also so muss es für ihn ja irgendwie ganz gut passen. Ja. Könnte man so rum ableiten, ja. So, ich bin jetzt einfach mal aufs Atoll
zur Tageszeig das ist schön, ja. Gegangen und da sieht man dann auch ein bisschen mehr. Ist nicht ganz so dunkel. Ja, Caruso sagt, Ari sagt auch Abend oder Wochenende, ja. Ey, solche Steine, ne, die gibt's hier im Hafenbecken. Was? Ich werde da mal so eine, ja. Ist jetzt auch nicht so besonders, aber ja. Ich fühle mich von, Alter, ich hab Steine. Wir haben Steine im Hafenbecken. Boah, ja, es ist mega krass. Also ich wollte die auch noch videografieren, die Steine, weil da schwimmen dann manchmal auch Fische dran rum. Und dann kriegst du das, Jules, und dann darfst du Fische bestimmen. Ja, ah, hier das haben wir lustige Pottwal. Fische bestimmen. Großer Barracuda. Ja, geil, der eine Wackelpunkt. Das war ein Bug. Das war gesund. Kleine Barracudas hier im Hafenbecken schon gefunden. Oh. Ich bin ja immer auf der Suche. Die sind sehr, sehr nett. Ich hoffe immer, dass ich irgendwann den Quotenhai finde, der hier am Hafeneingang rumhängt. Also gegen der 16 Quotenhai. Uhr. Sind so. Ja, es gibt halt so eine kleine Haie, die zu einer bestimmten Uhrzeit immer angeblich da sind. Aber ich bin selten so lange im Wasser. Und immer wenn ich es versuche, sind sie nicht da. Und wenn ich mal nicht da bin, dann kommt irgendjemand und sagt, brauchen das auch? Und Octopussis, ich weiß es nicht. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Die Leute sagen immer nur, wir haben den Hai gesehen. Und dann fragst du, was für ein Hai ist hier so? Ein Hai halt. Gibt es nur einen Hai? Ja. Der Hai halt. Der hier wohnt. Der Resident Hai. Ja, also der wenn ich echt mal Glück habe, dann der lokale Hai. Es gibt auch den lokalen Oktopus. Und den lokalen Rochen. Und ich habe die alle schon auf Videos gesehen. Ich Ach persönlich so. Nicht, aber die eine Bekannte von mir, die hier viel, also die ist eine, die wohnt hier permanent und die kennt sich besser aus, die ist nur leider momentan nicht da. Die ist immer mit einer GoPro unterwegs und macht Videos davon und stellt die auf Instagram teilweise. Und ich habe schon alle Tiere gesehen und ich so, ach, wo sind die denn? Ja, muss man halt Glück haben und wissen wo, ne? Oh. Ja. Ja. Ich hoffe, ich finde die auch noch. Okay, ja, berufstätige Gründe sind natürlich, das sehe ich jetzt gerade auch erst im Chat. Ja, ja. Wir haben mal überlegt, vielleicht auch ein kleiner Aufruf, wenn, ich meine, wir spielen und quatschen dann, was uns irgendwie einfällt. Wenn der ein oder andere mal eine überarbeitete Lehrkraft für Biologie hat oder so, vielleicht würde das ja mal Sinn machen, ich sage nicht morgens. Morgens finde ich auch grundsätzlich eine unsägliche Uhrzeit, Julia. Also morgens fängt bei mir so, also vor 11 schon mal gar nichts und dann lieber eher um 12 oder so. Aber vielleicht würde es ja mal Sinn machen, wenn sowas möglich ist, dass mal das mit Lehrerbegleitung zu machen. Dass wir was aus der Forschung erzählen, der Lehrer oder Lehrerin vielleicht Fragen seiner Schülerinnen und Schüler weitergibt. Dass wir da vielleicht auch mal so ins Gespräch kommen. Weiß ich nicht, ob das... Ja, das frage ich jetzt einfach mal in die Runde. Wenn einer sowas weiß, da hätten wir auf jeden Fall auch Bock drauf. Wir möchten gerne auch mit Lehrpersonal in Kontakt treten. Weil wir arbeiten ja auch mit einer Biologiedidaktik zusammen. Da haben wir und also am Ende geht es um die Schüler. Zukunft noch was vor. Ja, genau. Am Ende geht es um die Schüler und vielleicht ist es ja halt auch ganz sinnvoll, mal das ein oder andere Experiment oder eine direkte Frage an hier unsere Tauchexpertin Julia zu stellen, die auch schon mal Haie zum Kotzen gebracht hat. Das werde ich immer mit erwähnen in Zukunft, wenn ich dich jemals irgendwo vorstelle, Julia. Das ist eine großartige Geschichte. Die Meeresbiologin, die Haie zum Kotzen bringt. Ist ein bisschen zu lang. Ob ich das so gut finde. Ja. Es ist wahr. Und wenn du das mit der Betonung sagst, denke ich sofort an Harpe Kerkeling. Es ist wahr. Ach so. Es gibt einen Sketch von ihm.
ja Paartherapeutin ist. Und dann sagt er auch immer, es ist wahr, es ist wahr. Oh. Oh, da blökt jemand im Hintergrund. Ja. Großer Zirk, Schatten. Ein sirenenartiges Geräusch. Ja. Wenn es nur verdammt wenig Meeresschildkröten. Zum siebenarmigen Oktopus? Ja, wo wohnt er denn? Der war auch irgendwo in der Tiefsee, da wo es so wahnsinnig dunkel war. Oh, dann gehen wir nochmal zu dem... Ja, aber okay, dann machen wir mal... gehen wir mal kurz zurück zum U-Boot und ich gehe mal wieder an den Tisch. Geh mal an den Seziertisch, wo die ganzen Tiere rumhängen. An den virtuellen Seziertisch. Ja, die Hologramme von den Tieren. Genau. Bei diesem Spiel ist kein Tier zu Schaden gekommen. Zumindest nicht von uns. So, siebenarmiger Oktopus. Da gab es nur einen von. Der war in der Tiefsee. Der sieht ein bisschen aus wie ein... Ja, ich guck mal. Ganz genau. Halipron Atlanticus. Genau. Wir hatten uns den angeguckt und dann ist uns auch gleich aufgefallen, dass der doch 8 Arme hat. Ja. Wieso heißt der 7-armiger Oktopus? Ja, die Frage kann ich jetzt beantworten. Und zwar, was wir da vor uns sehen, ist ein Weibchen. Und es schwimmt weg. Und warum das 7-armiger Oktopus heißt, ist, weil die Männchen haben ihren einen Arm immer so eingekringelt und hinterm Auge versteckt. Und deswegen sieht es so aus, als ob sie nur 7 Arme haben. Und das warum haben sie den eingekringelt und hinterm Auge versteckt? Na? Weil es ein empfindliches Organ darstellt. Ja, genau. Es ist quasi ihr Penis. Und zwar ist es so, dass bei Oktopussen, also es ist nicht nur bei einem siebenarmigen so, sondern das ist eigentlich bei allen Oktopussen so, dass die Männchen haben also quasi den einen Arm, das ist glaube ich immer der dritte von rechts, quasi funktioniert als Penis. Also der wird dann beim Weibchen in den Mantel eingefügt und da werden die Spermien übergeben in so Paketen. Und dann ist es aber so, dass bei manchen Oktopusarten oder bei vielen Oktopusarten ist es so, dass also Oktopusse generell Einzelgänger sind und eigentlich nicht so gut aufeinander klarkommen, aber sie müssen sich halt dann paaren, da muss man sich halt irgendwie, ne, muss man irgendwie miteinander klarkommen, zumindest bis man die Spermien hat. Aber ab dem Moment, wo das Weibchen die Spermien hat, kann es halt sein, dass sie halt dann das Männchen frisst. Das heißt, Risiko fürs Männchen. Und deswegen gibt es Arten wie der siebenarmige Oktopus, die können dann, die führen ihren Arm ein und dann hacken die den quasi, also schnüren die den einfach ab und lassen den beim Weibchen und schwimmen weg. Und so macht das eben auch der siebenarmige Oktopus. Das heißt, früher oder später hat er tatsächlich, also zumindest die Männchen, nur 7 Arme. Vorübergehend, weil die sich doch zurückbilden können, oder ist es dann... Hast du prinzipiell recht. In dem Fall weiß ich es nicht so genau, weil eigentlich ist es meistens so, dass Oktopus, also sowohl die Weibchen als auch die Männchen, nach der Paarung sterben. Und das heißt... Ja, dann weiß nicht, lohnt sich nicht. Ja, genau, lohnt sich nicht. Ich weiß auch dann gar nicht, warum die Männchen eigentlich so einen Aufstand machen, das überleben zu wollen, wenn sie irgendwie ein paar Monate danach sterben, aber okay. und die Weibchen leben in der Regel, die brüten quasi noch die Eier aus, also beschützen noch die Eier und sobald die Babys schlüpfen, sterben die in der Regel. Also die sind dann einfach verhungert, weil sie sich nur noch um ihren Nachwuchs kümmern. Beim siebenarmigen Oktopus ist es so, dass die keine Brutstätte haben, also keine Höhle, wo sie quasi sich mit ihren Eiern verstecken, sondern die Weibchen tragen die Eier unter ihrem Arm mit sich rum. Das Ding ist mit denen, ja, so ein bisschen. Aber das Ding ist halt mit, also ob die wirklich danach sterben und so, das ist gar nicht so klar, weil, wie andere, wie du schon gesagt hast, die leben halt in der Tiefsee. Und das Problem ist, mit Dingen, die in der Tiefsee leben, das ist halt, wir kommen da richtig schlecht hin, die Forschung da ist richtig schwierig und teuer und aufwendig und deswegen wissen wir halt einfach ziemlich wenig über diese ganzen Tiefseebewohner. Und das heißt, er hat seinen Namen bekommen, weil rein zufällig haben das erste Exemplar, was sie dann bestimmt und benannt haben, war dann halt ein Männchen und seitdem heißt diese Gattung siebenarmiger Oktopus.
ist jetzt die Theorie dahinter. Ich habe die Geschichte so nicht gefunden. Okay. Ich kann dir das jetzt nicht bestätigen, dass es so war, aber ich gehe stark davon aus. Und man hat den halt auch, ich glaube, bis jetzt erst 4-mal oder so gefilmt, lebend. So, ne, man kann die ja oft, zieht man die irgendwie aus dem Wasser hoch und so, aber dass man die wirklich lebend unter Wasser gefilmt hat, ist halt auch nicht so häufig. Also kann man sich angucken bei YouTube, da gibt es ein paar Aufnahmen, aber oft ist das halt nur so einmal so wupp durch die Kamera und das war's. Ne. Na. Und die Dinger sind ganz schön groß, ne? Also, ich weiß nicht, ob das hier in dem Spiel so rauskam, die werden bis zu 4 Meter groß und können halt 75 Kilo wiegen. Okay. Also sind ganz schöne Brocken. 2 Meter steht hier. Aber ja. Ja, da steht einfach nur, dass der 2 Meter groß ist. Ja, genau. Ja. Also werden bis zu 4 Meter groß. Soweit man weiß bis jetzt. Ja, das war die kurze Erkenntnis zum 7-armigen Octopus. Ja. Oh, und dabei fällt mir auf, es gibt immer noch Tiere, die wir noch nicht erforscht haben, ne? Wo wir da im Tierüberblick sind. Der muss selten sein, weil es gibt auch nur eins von ihm, das du scannen kannst. Ja. Ja. Tja. Das muss werden wir jemals erfahren. In der Tiefsee sein, ja. Vielleicht gebe ich mich einfach mal auf die Suche danach. Geh du mal, ich google mal, ob ich rausfinde, was das sein sollte. Finde ich wahrscheinlich nicht, weil ich nicht mehr den Überblick habe, aber... So, was das ein Tier sein sollte? Ja. Welches uns da noch fehlt? Kann ich leider nicht auswählen. Ja. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, während Inga sucht... ist, dass wir uns jetzt mal, Profis wie wir sind, schon vorher Gedanken gemacht haben, wann wir den nächsten Stream machen. Und den machen wir nämlich genau in 14 Tagen. Wieder sonntags am 21. Februar um 16 Uhr. Also in 2 Wochen, genau auf den Punkt, 16 Uhr, machen wir weiter. Und da ist dann Gott sei Dank noch viel Zeit, dass wir uns überlegen können, was wir denn als nächstes machen. Ob wir hier nochmal auf freie Tauchgänge gehen oder ob wir was Neues anfangen. Das werdet ihr dann erfahren. Wir werden es auch ankündigen auf den diversen sozialen Medien und hier unten auch in der Beschreibung auf Twitch und so weiter und so fort. Werden wir das auf jeden Fall schreiben. Inga, hast du was gefunden, wer da fehlen könnte? Ja. Ich habe hier so eine Übersicht. Ich guck hier, ich weiß gerade nicht genau. Ich schicke das mal als Link, damit ihr das auch sehen könnt. Weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ich müsste das ja mal vergleichen, visuell, wo wir da jetzt sind. Das ist also über dem Schwellhai, über dem Giant Squid, aber da steht hier, dass es davon 2 gibt. Und bei uns steht doch, dass es nur 1 gibt. Tja. Vielleicht haben wir irgendeinen. Haben wir den Giant Squid gar nicht gescannt? Ja, wir haben den Giant Squid gar nicht gescannt. Der war immer zu fix. Ja, okay. Und dann aber, das gab doch noch eins weiter oben, was wir auch nicht hatten, oder? Nee. Ich glaube, wir haben 2 Sachen nicht gehabt. Das hat sie mittlerweile erledigt. Hm? Ach so, ja, okay. Jetzt wohl gescannt, ja. Ja, okay. Ja, gut, dann fehlt uns nur der Giant Squid. Und der Giant Squid sagt aber ja, in unserem Spiel es gäbe nur 1 und in den Spielen der anderen Leute gibt es angeblich 2. Zumindest wenn man deren Fotobeispiel Glauben schenken darf. Na gut. Vielleicht begebe ich mich nochmal so auf die Jagd. Ja. Ja, egal. Geriaschieb, du bist zurück. Geriaschieb, du bist zurück. Was, warum hoch? Kannst du nichts mehr von uns sehen? Ich habe immer Angst, dass wir weg sind und niemand irgendwer mal hört. Vielleicht ist er so überrascht, weil er plötzlich Inga und mich hören kann. Was die erste Stunde nicht ging. Es ging temporär nicht. Okay, wo war das? Alle interessieren sich für Schlote, hatten wir das schon? Oder zu groß, um kaputt zu gehen? Wir gehen nochmal ganz runter. Was ist Ocean X? Lerne Ocean X kennen. Deren Mission die Inspiration für die Geschichte von Beyond Blue geliefert hat.
Das will ich sehen. Ja. Alles klar. Dann gucken wir uns den Hintergrund an. Look at the length of that thing. He is wider than the sun. Is long. No one has dived 1,000 meters in Antarctica. My dear, 1,000 meters on bottom. As a scientist, I can tell you we discover something new every time we go out. That's been my drive, to discover things, to uncover mysteries that we can then solve. We're on a new frontier of ocean exploration that will bring out the explorer in all of us. We're partnering with the OceanX Initiative to build a mind-blowing platform for exploration. A research vessel that's a one-of-a-kind ocean conservation and media platform to explore the world's oceans in ways that were never before possible, to create one big wave for the oceans. I think it's really exciting. There's still a massive part of this planet we know nothing about. We need to make people understand what we do in the next 10 years is going to determine what the ocean looks like in 200 years' time. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastic pollution. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era of exploration is still ahead of us. Exploring the ocean can help provide peace to the big puzzle. Ich habe da ja auch sehr dramatisch kurz was zu erzählt, diese Ocean X Geschichte. Ist Elon Musk beteiligt? Nee, Ocean X ist ein Ocean Exploration Initiative found by Ray Dalio. Ja, das ist glaube ich dieses Forschungsschiff, das so ein reicher Norweger, glaube ich, zahlt das alles. Ja. Ich glaube, das ist OceanX. Ja, der ist der Gründer der Investment-Firma genau. Bridgewater Associations. Aha. Bridgewater Associations. Wer kennt das nicht? Ich habe das tatsächlich schon mal gehört. Ja. Mhm. Aber diese Ocean X Missionen sind ja schon unterwegs und die haben auch für Blue Planet 2 Sachen gedreht auf dem Dings. Ja. Aber der Hintergrund ist Mission to explore the ocean and bring it back to the world. Also wie sie in dem Trailer da auch gesagt haben, wie Jacques Cousteau großartige Filme gedreht hat, wollen sie das halt auch machen. Und es gibt halt Ocean X Media ist definitiv, also das Schiff, Forschungsschiff, soll auch als Plattform für Wissenschaftler gelten, aber vor allem sollen sie Film drehen. Mhm. Was ich jetzt erstmal nicht für keinen so furchtbaren Ansatz halte. Weil da ist schon was dran, aber du hast recht, das war jetzt hier wie in einem Kinofilm-Trailer. Es war schon ordentlich pathetisch. Ja. Ja. Das ist okay, aber ja. Man kann sich auch halt amerikanisch. Ja. Ja, und ja, dieser Bridge. Du willst halt auch die Leute kriegen. So, ja. Ne? Emotional. Das kriegen die Amis gut hin. Das ist ein amerikanischer Hedgefondsmanager, dieser Ray Dalio. Kein Norweger, aber einer der reichsten Menschen der Welt, der mit seinem Hedgefonds über 100 Milliarden Euro anlegermäßig verwaltet. Ich glaube, ich habe von denen gehört, als es diese Weltwirtschaftskrise gab. Egal, aber das ist nicht wassermäßig. War grad, oder waren sie bei GameStop involviert? Ja, keine Ahnung. Hier, Guerilla Sheep ist jetzt wieder da und netterweise hat Pingu ihn auf Up-to-Date gesetzt zum Thema Schüler und Lehrer und es scheint ein grundsätzliches Interesse zu geben. Ist im Chat zu nachzulesen gerade. Okay. So. Ja. Ja, oder
Wir werden mal, ich glaube, was durchaus Sinn macht, wenn wir auch sowas mal über die sozialen Medien abfragen. Und wir haben ja auch noch Dinge vor. Wir arbeiten ja mit der Uni zusammen und es wird früher oder später werden wir wahrscheinlich angehende Lehrer eh dazu nötigen, mit uns Zeug zu machen. Ja klar, aber jetzt gerade halt so im Lockdown, sonst kann man, die Lehrer können ihre Schüler quasi als Hausaufgabe zum Twitch angucken verdonnern. Ja, wir müssen dann vielleicht eine Sprechstunde einrichten, eine monatliche, die dann tatsächlich mal vormittags und unabhängig von den anderen Leuten, die sonst immer im Stream bei uns sind, laufen kann. So. Ja. Come in and find out. Ja, Guerilla Schieb. Ich glaube, weil er das gerade fragt, grundsätzliches Interesse besteht. Die Frage ist nur, welches Zielalter soll es sein? Mit dem Zielalter ist es halt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Da würde ich halt eher sagen, wo kommt Ozean und Meere und Wasserkreisläufe und so weiter und so fort in den Lehrplänen vor. Das wäre dann ja vielleicht eine Sache, wo die Lehrer sagen, ja, also da, wir hätten da was, wo wir uns mal mit sowas beschäftigen können. Und dann können wir dazu, weil, also wir sind alle drei keine Lehrer. Ja, für Grundschule ist das nicht relevant, was wir machen. Ja. Also du kannst quasi sagen, dass es ab Teenageralter, also wo Leute auch Bock auf Unterwasserspiele, wenn es jetzt damit weiterlaufen würde, dass es dann vielleicht für die attraktiv ist, die sowieso Gaming machen und dann würden die auch mal Sachen sehen, die sich vielleicht sonst nicht so streamen. Ja, und mehr Hintergrund zum Thema Bio. Mal interessant, gucken. An der Grundschule von Guerilla Schieb gibt es ein Projekt dazu. Ja, also an der Stelle würden wir halt gerne auch irgendwie Kontakte knüpfen. Wenn du Lust hast, dann schreib doch mal bei uns auf dem vielleicht einen Link zu dem Projekt, wenn du hast. Schmeiß es uns auf den Discord-Server oder send gerne auch eine Direktnachricht. Das muss ja nicht jeder wissen, mit welcher Grundschule du zu tun hast. Aber das wäre vielleicht mal ein interessanter Anknüpfungspunkt für uns. Ja. Dass man mal ins Gespräch kommt und sowas vielleicht mal machen könnte. Also, Projekt zum Thema Wasserkreislauf. Na klar. Das gehört natürlich auch in der Grundschule dazu. Naja, aber wenn euch irgendwie was einfallen würde, Discord-Server haben wir in der Twitch-Beschreibung und auch alle anderen Social-Media-Kanäle, da kann man uns kontaktieren oder auch gerne unter info@plötzlichwissen.de, plötzlich mit OE und ohne was dazwischen. Genau, ich schalte mal gerade. Nee, kann ich jetzt gerade nicht. Ich habe es schon geschrieben. Ich habe die E-Mail schon in den Link. Ja. Oh, ich kann, wenn wir gerade bei Kindern sind, aber ich sehe gerade, ich bin eigentlich zu spät. Das lief heute schon. Dammit. Ich war bei 1, 2 oder 3 als Gast. Und es lief ab. Ja, es lief aber heute auf Kika, aber es läuft nächsten Samstag nochmal am 13.02. um 7.50 Uhr. Du musst uns einfach mal einen Link schicken, bitte. Ja, aber es ist auch im Internet. Julia ist andauernd in irgendwelchen Fernsehsendungen zu Gast und erzählt uns das dann immer hinterher. Ja. Nein, ich habe das schon vorher erzählt, aber ich habe verpasst, dass heute die Ausstrahlung ist, weil ich hatte immer irgendwie 27. im Kopf, aber stimmt überhaupt nicht. Zwar 7. Naja, ja, 7.2. ist so ähnlich wie 27, wenn man Zahlen vertauscht. Stimmt. Ja, aber ich erzähle überhaupt nichts über Meer, ich erzähle was über Gletscher. Weil halt, warum nicht? Gletscherfachfrau. Es gab keinen anderen Gletscherfachmann. Ja. Ey, Wasser ist Wasser. Wasser ist Wasser. Genau, außer Meereswasser ist nicht wie Wasser, aber sonst. Ja, André ist Corona-Mann, ne? Man kann nicht auf die Bühne, also muss man irgendwie ins Fernsehen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Stimmt. Ja. Es ist Corona. So ist das. Ja. Ich mache alles. 1, 2 oder 3, Quizshow, alles nehme ich mit. Quizshow ist allerdings lukrativer als 1, 2 oder 3. Ja, okay. Gut zu wissen, jetzt wo wir alle Anfragen kriegen. Ja. Bisschen enttäuscht, also weil ich habe halt auch 1, 2 oder 3 ewig nicht mehr gesehen.
Aber ich bin da natürlich total gerne hingegangen, weil als Kind fand ich es richtig geil und ich wollte da auch mal mitmachen als Kind. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so. Ja. Und wisst ihr noch, man sammelt doch diese Bälle, ne, wenn man die Fragen richtig hat. Ja. Und dann hatte doch jeder so eine Röhre und da hat man seine Bälle reingeworfen. Ja. Und dann am Ende durften doch die Kiddies, die mitgespielt haben, mit ihren Röhren so vorrennen und da waren dann ganz viele Sachen und dann durften sie doch ihre Bälle eintauschen. Ja. Und da gab es so einen Fernseher und so ein Zeug, ja. Ich war der beste Part an dieser Sendung. Deswegen wollte jeder da mitmachen, ne? Ja. Das gibt's nicht mehr. Die kriegen nur irgendwie Geld für ihre Klassenkasse, irgendwie, was weiß ich, 300 Euro oder sowas. Das war's. Och Mann. Ja. Boah, die Armen. Dass es auch noch da gespart wird. Das ist gemein. Ja, das ist ernüchternd. Stell mal vor, die wurden von ihren Eltern heiß gemacht und dann haben sie mit den Eltern mussten sie noch die alten Videos gucken und dann kommen sie da hin und dann gibt's das alles nicht mehr. Naja. Schlimm. Ja. Irgendwie vor 2 Wochen war auch Sebastian Lotzka war auch mit seinen Schlangen da. Ah. Du hättest einen Schleimaal mitbringen können. Statt Schlange. Frau Dr. Schnetzer tritt nur noch mit ihrem Schleimaal auf. Nur noch mit Schleim. Der kotzende Schleim mit einem kotzenden Schleimaal. Oh Mann, ey. Okay, ist ein bisschen viel zusammen. Yes. Tut mir leid für alle, die nicht folgen können. Haben schon die Insider. Ja. Okay, dann bevor wir hier uns weiter verzetteln, würde ich mal gerade was ist denn hier los? Würde ich mal gerade hier in den anderen Dings übergehen und würde sagen, danke fürs Zusehen. 21.02. 16 Uhr ist das nächste Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Wir gucken mal, ob wir hier weitermachen oder was anderes spielen. Wollt ihr noch was sagen? Ich bin durch. Gibt's schlechten Wasserwitz hat? Also ich habe keinen recherchiert, aber vielleicht hat ja jemand noch spontan einen. Ich habe einen. Wir hatten danke. Ja. Es ist leider auf Englisch, ne? Aber why it is healthy to have an aquarium in your flat or living room? Because of the indoor fins. Ha. Mittelwitzig. Ist mir nicht glatt genug. Ja. Ja. Es ist sehr schlecht, aber das war das Ziel. Das war das Ziel. Ja. Dann machen wir für heute einen Sack zu. Danke, dass ihr da wart. Kommt gerne in den sozialen Medien vorbei. Geht mal auf plötzlichwissen.de. Lest die großartige Geschichte über den Mondfisch, die Inga gerade frisch geschrieben hat. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. 21.02. 16 Uhr ist das nächste Abtauchen mit Plötzlich Wissen. Habt einen zauberhaften Sonntag. Schönen Abend. Tschüss. Vergessen. Eine wichtige Sache. Was denn noch? Was ist los? Ich bin wieder schlecht vorbereitet. Der Schüsstext. So, jetzt ist aber wirklich vorbei. Tschüss.